Jeden Tag steigen am Osnabrücker Hauptbahnhof rund 20.000 Menschen in die Bahn. Nur einer, der bleibt immer am Gleis stehen und das seit 27 Jahren. Olaf Juncker, ich arbeite seit mittlerweile 27 Jahren hier als Pächter im Kiosk Hauptbahnhof Osnabrück am Gleis F12 in der kleinen Bude hier. Und ja, man guckt euch um, das ist ein Kiosk, der den normalen Reisebedarf verkauft. Und zwar vorwiegend für die Reisenden zwischen Gleis 11 und 12. Genau hier. Auf ein Angebot ist Olaf ganz besonders stolz. Zusätzlich haben wir ja noch eine schöne alte Theke und haben auch Bier vom Pass, was ein Novum ist, glaube ich. Direkt am Bahnsteig gibt es das kaum noch oder gar nicht mehr, wisst ihr nicht. Dass es in Nordwestdeutschland nochmal irgendwie was Ähnliches gibt. Doch es ist natürlich nicht nur das Bier, das die Kunden anlockt. Also immer freundlich, immer gut bedient, immer für einen Schnack offen. Das ist das, was mich hierher treibt. Warum soll ich mich da unten hinsetzen, wenn ich es hier genauso gut haben kann? Das ist so. Na, immer. Man ist am Gast. Man ist am Gast oder am Kunden, wie man das hier nennen möchte. Das ist wichtig. Hi. Guten Morgen. Eine Bockwurst bitte. Wie immer, gerne. Meine Bockwurst ist sowieso die beste auf dem ganzen Bahnsteig. Also, die ist auch sehr beliebt. Ist ein Klassiker. Bockwurst, Bier dazu, Kaffee. Denn bei Olaf bekommt wirklich jeder seine Wurst. So, und das Würstchen, gerne. Tschüss. Vom Penner bis zum Manager kommt alles rein. Und zusätzlich haben wir natürlich noch viele Stammgäste, die auch gar nicht mit der Bahn fahren, sondern einfach so hier reinkommen und das als Kneipe nutzen. Ein Fußball-Fanclub. Also es ist eigentlich das Besondere. Leute aus allen Gesellschaftsschichten und die unterschiedlichen Charaktere, die aufeinandertreffen. Das ist lustig, macht Spaß und ist immer wieder interessant. Gute Seele des Ladens ist Aushilfe Lina. Also die einen oder anderen kennt man schon, klar, vor allem die Stammgäste, wird dann auch mal gequatscht oder noch einen Kaffee zusammen getrunken. Es gibt auch ganz nette Gäste, die bringen einem dann mal so eine Kleinigkeit mit, wie zum Beispiel zu Ostern gibt es dann mal ein bisschen Schokolade oder so. Linas Einsatz hat auch Vorteile für Olaf. Dadurch, dass wir 13 Stunden aufhaben, habe ich noch drei Mitarbeiterinnen, die mir gerne auch morgens aushelfen, weil ich bin ein unheimlicher Morgenmuffel und glaube, es ist besser für mich und für die Kunden, wenn ich hier morgens nicht stehe. Und wenn mal ein Zug ausfällt, dann freut sich Olaf. Ja, sicher. Blitzableiter muss man hier spielen, aber der Einzige, der davon profitiert, dass die Züge Verspätung haben, das bin ich. Also meinetwegen gerne. Und so wird Olafs Laden vermutlich auch die nächsten 27 Jahre die Anlaufstelle für Reisende im Osnabrücker Hauptbahnhof sein. Wenn die Bahn mich lässt, mache ich das bis zur Rente und ich hoffe in dem gleichen Stil wie die ganzen Jahre vorher. Alles andere finde ich austauschbar und Ketten gibt es genug. Ich hoffe, dass die Bahn weiter mit mir einverstanden ist und zufrieden ist und dann möchte ich das machen, dass ich irgendwann mal hier rausgetragen werde.